Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen jetzt zur nächsten Videofolge für den Ecto One Ghostbusters aus dem Hause, ehemals Egelmoss, jetzt Fanhome De Agostini. Mit der Lieferung Nummer 33 und damit inkludiert die Ausgaben 123 bis 126. Und ja, wir bekommen hier solche Teile. Vielleicht könnt ihr euch schon ein bisschen denken, was kommt. Keine Sorge, ich sag's euch, und zwar ist das die Trage, wo wir später die Proton-Packs im hinteren Bereich des Autos aufbauen können, beziehungsweise auch das Ganze dann einmal auch nach außen fahren können im Wagen, also rausziehen, und dann kann man den quasi aufstellen wie so eine Krankentrage. Und da lade ich euch natürlich recht herzlich ein, hier die nächsten vier Ausgaben mit mir zusammenzubauen. Ich würde sagen, ihr lasst gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, einen Daumen nach oben und einen Kommentar, sind natürlich immer gern gesehen. So, ja, dann würde ich sagen oder vorschlagen, wir fangen mal zusammen an. Und zwar sollen wir mal als erstes hier die Haupttrage einmal hier so hinlegen. Kleiner Hinweis noch, ihr habt in einem Blister einen Gussast mit vier so kleinen Winkelblechen, also so Scharnierblechen. Die haben die Nummer E und dann gibt es einen Beutel mit bereits sechs Stück. Die haben den Buchstaben D wie Dora. So, das dann bloß zur späteren Identifizierung. So, dann legen wir das Ganze mal hier drauf. So. Und müssen jetzt genau die letzteren, also die sechs Stück, hier auf die ganzen Verbindungsstellen aufbauen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das Ganze mit YP-Schrauben. So, ich würde sagen, wir starten mal am besten hier oben, legen da den Winkel jetzt einmal hier drüber und schrauben das Ganze hier einmal vorsichtig fest. Bei den Schrauben und den kurzen Gewindegängen muss man natürlich wieder aufpassen, dass wir nichts überdrehen. Aber mit ein bisschen Zeugfalt und Geduld geht das. So. Ja, und das machen wir dann erstmal mit den restlichen 6 oder 5 Scharnierwinkeln. So, wenn wir dann die Schrauben drin haben, dann nehmen wir uns hier dieses Gitter vor und setzen das einmal hier ein. So, und müssen jetzt entsprechend einmal hier die Enden hier in die Löcher reinstecken. So, alle miteinander. Und das Ganze dann entsprechend hier auch wieder verschrauben und zum Schluss dann noch die drei hier in die Löcher reinsetzen, ne, damit das da schön drin ist. Und dafür brauchen wir jetzt die Winkel, die wir vom Gussast haben. Und schrauben die aber ebenfalls auch wieder mit YP-Schrauben fest. So, ich bereite mal hier eins vor und mache den Rest dann wieder fix alleine. So, ich habe jetzt hier zum Schluss noch die ersten zwei Laufrollen hier zusammengesetzt und also bloß das Rad und beidseitig verschraubt und dann das Ganze einmal von oben verschraubt, ne? Und an der Stelle knüpfen wir jetzt an mit Ausgabe 124 und dem großen Rahmen, den wir einmal hier passenderweise auf diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stifte aufsetzen. Ja, und das Ganze dann hier mit EM-Schrauben anfangen festzuziehen. So. So, das ist dann fertig verschraubt. Dann können wir hier weitermachen, und zwar einmal die Rolle. Dann brauchen wir
dieses hier, um die Rolle hier vorne einzuschrauben. Und nehmen uns dafür die FM-Schrauben, zwei Stück. So, bei denen bietet sich es auf jeden Fall an, das hatte ich bei den ersten Rollen schon. Die Schrauben als erstes hier mal mit einem Tropfen Öl schon einzuschrauben, soweit bis der Kopf hier rausguckt. Dann können wir hier das Rad einsetzen und das Ganze dann einmal zu Ende drehen und dann die zweite Schraube einsetzen. So, okay, dann muss jetzt direkt unter dem Rad an diesen Schaft diese Welle hier mit dem U-Profil einmal hier dran mit einer AM. So, hier drehe ich die Schraube zuerst rein, bis sie hier vorne nach dem ersten Gewindegang rausguckt. Und dann einfach durchschrauben. So. Okay, dann muss das Ganze jetzt mit Hilfe einer Kralle, jetzt muss man nur schauen, welche, 124, was müsste, glaube ich, die hier sein, weil die hier, es geht nur zum Stecken und wir brauchen eine zum Schrauben. Ach nee, halt, hier ist ja schon so eine Kralle dran. Sorry, falscher Alarm. So, und zwar bauen wir das Ganze jetzt hier dran. Und brauchen dafür aber trotzdem die zweite Hälfte dazu. So, das hier quasi einmal zusammengesetzt. Und dann kommt da eine Schraube FM rein. Okay. So, dann das nächste und zwar an einem dieser Knüppel hier dran. Ja, die sind identisch. So, mit einer AP. So, ich musste das nochmal umändern. Ich hatte es nämlich hier drüben festgeschraubt und es muss aber hier rechts von den ersten Laufrädern hin. Ne? Also das umgeändert, dann können wir das einmal runterklappen. Wir haben dann hier so einen, wo ich eben schon gezeigt habe,
die Stange einmal festgeschraubt, jetzt hier unterhalb der Trage festgemacht mit vier Stück YP-Schrauben. Dann diese eine Kralle hier wird seitlich verschraubt mit AP. Und dann können wir jetzt diese Kralle einmal hier rückseitig in das Rollenband hier einklipsen und sehen, dass das hier beweglich bleibt. Und dann machen wir weiter, indem wir die kurze dicke Stange einmal hier in dieses dreieckförmige Füßlein unten einschrauben und dann das quasi hier wie so ein Federkörper einmal unten in den Fuß einfügen. Und dann kann man das hier runterklappen und hier unten jetzt mit YP-Schrauben nochmal an der Trage befestigen. Okay. Dann wiederholen wir eigentlich im Großen und Ganzen das Ganze jetzt einmal für die nächste Rolle, die jetzt hier hinkommt. Das heißt, ich würde den Schritt kurzerhand überspringen und wir sehen uns dann gleich nochmal. So, Lieben, ich habe jetzt das nächste Bein dran montiert, ne? Da, das war das erste und dann jetzt noch das aus der Ausgabe 126. Also die Arbeitsschritte wiederholen sich hier nur. Und was wir jetzt machen, das vierte Bein kommt dann höchstwahrscheinlich erst in Ausgabe 127, denn wir müssen jetzt als nächstes hier einmal das Teil bleibt übrigens auch übrig, die Stützen für die Proton-Pack-Sets hier aufbringen. Und zwar haben wir dafür hier immer einen so einen Steckstift drunter und vier Schraublöcher. Entsprechend wisst ihr immer, in welche Richtung das Bauteil da drauf muss. So, und das schrauben wir dann einfach jetzt immer mit vier Stück YP-Schrauben einmal hier fest. So, Lieben, und das war's dann auch schon wieder für die heutige Ausgabe. Ich habe jetzt hier noch diese zwei Stützen, ne, die soll man ja eigentlich erst bis zum nächsten Mal aufheben. Ich habe die jetzt hier mal, weil die sowieso hier hinkommen, immer hinter diese jeweiligen Aufnahmen als Stütze für die Proton-Packs. Habe ich da die zwei schon mal festgemacht mit übrig gebliebenen Schrauben. Und jetzt können wir hier das Ganze mal provisorisch mal hier so reinlegen und sehen dadurch jetzt mal, wie das Ganze hier eigentlich aufgenommen ist. Also wie man es genau am Ende aufnimmt, weiß ich selber auch noch nicht. Es gibt hier die verschiedensten Möglichkeiten, das Ganze zu lösen. Ne? Also entweder man schiebt den Blechbügel quasi einmal hinter dieses angeschraubte Teil oder so wie hier, man legt ihn oben drauf. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal die Krankenliege, nenne ich es jetzt mal, mit den ersten drei mit den ersten drei Beinen dran. Und ja, dann kommt natürlich in der Ausgabe 127 dann das vierte Bein. Und im Anschluss, wenn ich die Teile richtig interpretiere, die Blaupausen, geht es dann auf jeden Fall auf dem Dach des Wagens weiter. Für alle, die Proton-Packs nicht haben, schaut einfach mal im Webstore nach, ob es diese Sonderausgabe, das waren zwei Sonderausgaben, also eine hat immer zwei Proton-Packs gehabt, damals, ziemlich am Anfang, ob es die noch gibt, falls ihr es überhaupt haben wollt. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Nachbauen, sage ich dann erstmal und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.